gegen Papst und Kaiser. Viele wissen über Martin Luther nur mehr, dass er irgendwo 95 Thesen an eine Kirchentür geschlagen hat. Die 500 Jahre Reformationsausstellung in Waidhofen an der Ybbs gewährt spannende Einblicke. Diese Ausstellung ist eine Zeitreise in die Vergangenheit, 500 Jahre zurück. Denn damals gab es eine Medienrevolution, die genauso gegriffen hat wie heute das Facebook und das Internet. Es war die Unzufriedenheit der Leute mit ihren Vorgesetzten und mit der Kirche. Und dadurch hat Luther 95 Thesen angeschlagen und eben durch den Buchdruck sind diese Thesen ganz, ganz schnell verbreitet worden. Luther war ja in irgendeiner Form auch ein Revolutionär, was die Medien betrifft. Und da hat er einen gehabt, der ihm maßgeblich Unterstützung geboten hat. Ja, das waren zwei Leute. Es war der Drucker, Luft und der Maler und mit Malwerkstatt Lukas Cranach. Sie haben die Marke Luther gestaltet, indem sie jedes Druckwerk an der Vorderseite mit einem Holzschnitt verziert haben, damit man gleich erkennt, das ist ein Lutherwerk. Der war ein Rebell, kann man ruhig sagen, und er hat auch alle Konsequenzen davon getragen. Er wurde ja vom Kaiser vogelfrei gesprochen. Das heißt, jeder konnte ihn ohne Strafverfolgung ermorden. Und er hat aber trotzdem seinen Weg weitergegangen. Die Frömmigkeit war sehr, sehr groß und die Angst vor dem Tod und in die Hölle zu kommen auch. Man kaufte Ablasszetteln, um sich von der Hölle freizukaufen. Und Luther hatte etwas gegen den Ablass, denn das Geld, das ihr eingenommen wurde, gab es nicht für die Armen, sondern zum Kirchenbau. Begonnen hat das Ganze im Jahr 1517 mit dem Anschlag der Thesen. Der Anschlag entwickelte eine Eigendynamik. Luther wollte nur eine Diskussion und daraus wurde eine Revolution. Wer jetzt mehr über diese Zeit des Aufbruchs und der Reformation wissen möchte, die Ausstellung läuft noch bis 10. November 2017.